Ich, du, wir. Unser Garten für alle. Eine Geschichte von Pauline Ackermann mit Bildern von Dorothea Tust. Hier machen wir unser Projekt. Aufgeregt schaut Kim sich um. Auch Linda, Suna, Matteo und Luan staunen. Im neuen Garten gibt es jede Menge Platz. Hier können wir bestimmt viel ausprobieren, freut sich Emilio. Ihr Erzieher Alex lächelt. Ihr könnt euch hier richtig austoben und viel Spaß haben. Und ihr bestimmt mit, wie der Garten aussehen soll und was wir pflanzen wollen. Zuerst teilen sich die 6 Kinder in Tandems auf. Immer 2 Kinder arbeiten als Patinnen und Paten zusammen. Los geht's, freut sich Linda. Luan nickt. Die beiden wollen gleich anfangen. Aber Matteo würde lieber mit Suna zusammenarbeiten. Alex schüttelt den Kopf. Die Tandems stehen fest. Kim und Matteo gucken sich unsicher an. Da ruft Suna. Wir machen was mit Tieren. Nein, ich will Platz zum Laufen, wünscht sich Linda. Sie streiten, wer bestimmen darf. Die Fläche reicht für alle. Jedes Tandem bekommt Platz für seine Idee, beruhigt Alex sie. Damit sind alle einverstanden. Linda und Luan wissen schon, was sie machen wollen. Zuerst stecken sie ein großes Feld mit Stöcken ab. Anschließend bitten sie die Hausmeisterin um Hilfe und mähen zusammen mit ihr ein Stück Wiese ganz kurz. Auch Matteo und Kim sind sich einig. Wir legen einen tollen Garten an. Aber dann wird es schwierig. Wollen wir Gemüse anbauen? Fragt Matteo. Ich liebe Tomaten. Nein, Erdbeeren, ruft Kim mit leuchtenden Augen. Matteo zuckt mit den Schultern. Dann geh du da hinten hin und ich bleibe hier. Beide graben ein Beet aus, ganz allein für sich. Magst du Tiere? Fragt Emilio. Suna nickt. Klar. Emilio greift in seine Tasche. Das habe ich aus der Bücherei. Darin steht, welche Tiere wir nehmen könnten. Er setzt sich ins Gras und fängt an zu lesen. Suna wird ungeduldig. Das dauert zu lange. Warte, bis ich ausgelesen habe, bittet Emilio. Es wäre nicht so langweilig, wenn ich ein Tier zum Angucken hätte, mault Suna. Die beiden schauen sich an. Das ist die Idee. Inzwischen sind Linda und Luan schon ziemlich weit gekommen. Zuerst befestigen sie 2 alte Papierkörbe ohne Boden an 2 Bäumen. Da können wir toll Basketball spielen, freut sich Linda. Luan nickt eifrig. Fass mal mit an, sagt Linda. Jetzt spannen wir die Schnur für das Volleyballfeld. Zufrieden schaut Luan sich um und ergänzt in Gebärdensprache, nun brauchen wir nur noch einen Ball. Nach einigen Tagen schauen Kim und Matteo, was ihre Pflanzen machen. Ups, die Schnecken finden wohl auch Erdbeeren lecker, staunt Kim. Wir legen ein feines Netz darüber, schlägt Matteo vor. Das schützt vor Schnecken. Kim freut sich. Du kannst die Tomaten an einem Stock ranken lassen, meint er. Gemeinsam binden sie die Tomatenpflanzen an, damit sie nicht mehr abknicken. Suna und Emilio haben alle Hände voll zu tun. Das wird ein richtiger Palast, freut sich Suna. Emilio nickt. Das beste Kaninchenschloss der Welt. Und dann liest du mir und den Kaninchen eine Geschichte vor, wünscht sich Suna. Emilio strahlt. Klar, wir haben einen super Lesezoo. Und brummen tut er auch, wenn in unserer Blumenwiese die ersten Hummeln und Bienen summen, meint Suna. Nach ein paar Wochen ist es soweit. Stolz stellen die 3 Tandems den anderen ihre Ideen vor. Alle staunen. Das ist toll, ruft Suna, als sie das große Spielfeld sieht. Darf ich beim Lesezoo mitmachen? Fragt Matteo. Dazu gibt es auch frische Erdbeeren. Und? Gefällt euch irgendwas besonders gut? Fragt Alex. Alles natürlich, sagt Linda. Das finden die anderen auch. Stimmt, alle Projekte sind toll. Die Arbeit hat richtig Spaß gemacht, ruft Kim. Kurz darauf zeigen die Tandems den anderen Kindern den neuen Garten. Das ist unser Garten zum Naschen mit einem Lesezoo und einer Wiese zum Toben und Spielen,
erklärt Linda. Genau, hier ist Platz für alles, jubelt Matteo.